Ernährt euch proteinreich. Proteine. Proteine für die Gains. Nee, das ist ja sehr wichtig, dass du nach dem Training, vor allem nach dem Training, natürlich auch Training heißt es, oder? Herzlich willkommen zum Feel Your Body Podcast. Ich bin Andrea, dein Coach für deine persönliche Bestform. Erfahre, wie du mit Leichtigkeit, mit Spaß, mehr Bewegung und Entspannung in deinen Alltag integrierst. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Hören. Folge Nummer 106 von deinem Feel Your Body Podcast. Ja, in dieser Folge heute erwartet dich ein neues Interview. Und nicht, dass du dich wunderst, warum ich manchmal von Zuschauern und Zuhörern spreche, denn dieses Interview habe ich aus einer Videoaufzeichnung herausgeschnitten, die ich im Robinson Club Soma Bay gemacht habe. Und das Video gibt es zum einen auch auf YouTube direkt als Anschauen als Video und du kannst es hier im Podcast hören. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ernährt euch proteinreich. Proteine für die Gains. Nee, ist ja sehr wichtig, dass du nach dem Training, vor allem nach dem Training, natürlich auch Training heißt es, oder? Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen und liebe Grüße aus dem wunderschönen Robinson Club Soma Bay in Ägypten. Ich habe heute einen ganz netten Interviewpartner hier bei Hallo. Mir. Hallo! Der liebe Loris. Kennt ihr wahrscheinlich nicht, aber ihr lernt ihn jetzt kennen. Der Loris hat nämlich einen super coolen YouTube-Kanal, da könnt ihr mal vorbeischauen. Ich verlinke euch das. Und ja, Loris, wer bist du? Vielleicht magst du mal kurz sagen, wer bist du und was machst du überhaupt hier im Club? Bist du Gast hier oder arbeitest in der Küche? Also hallo erstmal, schön, dass ich überhaupt dabei sein darf bei Feel Your Buddies. Ich fühle mich geehrt, echt. Und ich arbeite jetzt hier seit insgesamt 8 Monaten hier im Robinson Club Soma Bay und zwar arbeite ich hier im Bereich Wellfit, das bedeutet Wellness- und Fitnessbereich. Ich mache eine Sport- und Fitnesskaufmännische Ausbildung und ich betreue hier, ich biete hier Kurse an, Fitnesskurse von, also eigentlich kreuz und quer bis auf Yoga, da bist eher du so der Spezialist, eher eigentlich sowas, alles mit Hot Iron, ein bisschen mehr mit Power zu tun, dann wie auch Cycling, aber auch ein bisschen ins Reha-Training wie Rückentraining, wenn gewisse Kunden oder Gäste hier Beschwerden haben im Rücken, dass wir das genauer anschauen. Und ja, das ist eigentlich so meine Aufgabe hier. Genau, und was eigentlich das, was ich auch mal gemacht habe. Ich war ja auch 3 Jahre in der Türkei und habe da gearbeitet als Robin und das macht der Loris hier. Genau. Und macht hier die Urlauber fit. Und da habe ich mir gedacht, schnappe ich mir ihn doch mal für ein Interview. Und weil er halt auch sehr, sehr fleißig immer trainiert im Fitnessstudio, achtet auf seine Ernährung und da ist meine erste Frage, wie schaffst du es, wenn du das ganze Jahr über hier bist, deinen Fitness-Lifestyle durchzuziehen? Weil es gibt ja doch viel Partys hier, viele Leckereien zu essen. Ja, definitiv. Wie machst du das? Das ist eine gute Frage, die ich auch öfters mal von Gästen höre, wie das überhaupt funktioniert. Und zwar könnt ihr euch das so vorstellen, es gibt eigentlich so wie 2 Schubladen. Die eine Schublade ist, entweder kannst du dich wirklich, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, mit Scheiße ernähren, also wirklich komplette, wirklich fettig ernähren, wirklich Süßigkeiten, viel Alkohol. Aber dann gibt es natürlich auch die zweite Schublade, dass du dich sehr, sehr bewusst gesund ernähren kannst. Also du hast hier super Möglichkeiten, proteinreich, wie auch, du kannst wirklich was die Kohlenhydrate hier zählen. Und du kannst super einteilen, was jetzt bei mir, mittlerweile fällt es mir gar nicht mehr so schwer, das zu unterscheiden. Also am Anfang war es natürlich schon ein bisschen mal in diese Schublade, mal in diese Schublade, ein bisschen hin und her. Aber mittlerweile, wenn du dich halt immer wie mehr aufs Fitness konzentrierst, dann ist es eigentlich automatisch, dass du, so sage ich jetzt mal, in der Schublade gesunde Ernährung dich befindest. Ja? Also, du schaust wirklich, kommst auf deine zahlreiche Proteine, kommst auf deine zahlreiche Kohlenhydrate und dann macht, also bei mir persönlich ist es so, dass mich zum Beispiel die ganzen Süßigkeiten das gar nicht mehr so groß anmacht. Ne? Es lacht mich gar nicht mehr so an. Falls mal der Fall ist, dann sage ich aber auch nicht nein. Dann esse ich sehr gerne mal einen Kuchen, wie heute Mittag. Genau, wir haben nämlich eben Kuchen gegessen. Ja, das schlage ich natürlich auch mal zu. Das darf natürlich auch sein, sage ich nicht nein. Aber im Großen und Ganzen kann man das ganz gut unterscheiden auch. Ja. Wie war das am Anfang, als du hergekommen bist?
Ja. War das da schon so, dass du gesagt hast, okay, jetzt muss ich hier aber echt alles mal probieren? Absolut, ja, das ist schon so. Also du kommst ja an, ihr müsst vorstellen, Robinson, wer es nicht kennt, das Buffet hier ist Weltklasse. Und yes. Du kommst hier an, du hast so eine große Auswahl auch an Süßes und generell einfach, vor allem Nachspeise, sage ich jetzt mal. Und da schlägst du halt einfach zu, da darfst du nichts verpassen. Wie zum Beispiel, erst gerade gegessen war es, glaube ich, gab es Kaiserschmarrn. Oh ja. Und da musst du einfach zuschlagen, da kannst du nicht Nein sagen. Vor allem halt auch als Gast, wenn du nur eine oder vielleicht maximal zwei Wochen hier bist, dann musst du das fast alles probieren. Bei mir war es so, dass ich das auf jeden Fall auch alles probiert habe. Mhm. Aber so mit der Zeit durchs Trainieren und bewusste Ernährung ging dann das recht schnell, so die Umsetzung, ja. Ja, das heißt, es ist bei dir wirklich zu einem Fitness-Lifestyle geworden, dein Training, deine Ernährung. Genau, und, genau. Ja. Ja. Hast du einen Tipp für alle, die jetzt vielleicht demnächst in Urlaub fahren oder ja, irgendwie jetzt gerade im Urlaub sind, die sagen, okay, ich möchte jetzt schon auch mir mal was gönnen im Urlaub, aber ich möchte trotzdem nicht mit 5 Kilo mehr nach Hause kommen. Was können die denn da machen? Ja, das kann man eigentlich ganz gut kombinieren, ne? Wenn man etwas, sag ich mal, süßer ernähren will, dann musst du halt ein bisschen mehr machen. Das ist einfach so. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Ja? Also, das sage ich eigentlich auch immer bei meinen Gästen. Es reicht eigentlich schon, wenn man Sport machen muss. Das heißt nicht, dass ihr gleich 2-3 Stunden am Tag im Fitnessstudio sein müsst. Das heißt, vielleicht 30 Minuten reicht ja schon. 30 Minuten Intervalltraining, Tabata-Training dauern noch weniger länger. Also das sind Training, die ganz schnell vorbeigehen. Und da musst du dich halt einfach mal kurz durchquälen, 30 Minuten quälen und danach kannst du dir auch sagen, gut, dann gönne ich mir was. So einfach ist es. Und genau. Dann ist ja klar, wenn man gar nichts macht und halt nur isst dir, dann ist klar, dass man vielleicht doch mit 5 Kilo mal mehr Übergewicht nach Hause kommt. Ne? Richtig. Die Entscheidung muss man halt vorher für sich treffen. Ne? Man muss halt wirklich überlegen, ist mir das jetzt egal, die Woche, die ich hier bin und ich hau echt rein und will auch nur auf der Liege liegen, dann musst du es in Kauf nehmen. Ja. So sagst du, okay, dann habe ich halt hinterher 3 Kilo, 4 Kilo, 5 Kilo mehr. Definitiv, ja. Oder sagst du, nee, ich möchte vielleicht nur so 1 oder 2 Kilo mit nach Hause bringen, dann musst du dich halt einfach ein bisschen bewegen. Richtig, ja. Das ist so. Ja, man sieht auch hier immer sehr, sehr viele, die einfach wirklich durch den Tag komplett nur am Strand verbringen. Das ist natürlich auch verständlich, wenn man schon im Urlaub ist, will man das machen, aber dann steht doch einfach eine halbe Stunde früher auf, gehst trainieren, Frühstück und dann hast du es schon geschafft, dann hast du es schon abgeschlossen. Kannst mit einem guten Gewissen an den Strand gehen. Genau. Perfekt. Genau, eben. Wie oft trainierst du selber hier in der Woche? Ich meine, du gibst ja jetzt auch viele Kurse. Wie ist es da für dich, dein eigenes Training noch mit unterzubringen? Ich muss sagen, das ist nicht ganz einfach. Da du sehr viele Kurse gibst, kann es gut mal vorkommen, dass du einfach wirklich müde bist, dein Körper, deine Muskulatur schon übersäuert ist und aber trotzdem, ich persönlich versuche immer 5-mal die Woche trainieren zu können. Ja, ich splitte natürlich die Trainingspläne, dass ich so die Muskulatur unterteilen kann, was am meisten Sinn ergibt in meinem Fall. Aber ich muss sagen, das ist nicht ganz einfach, weil du halt echt viel, oft müde bist, aber da kommt es dann halt wirklich drauf an, ob du stark hier oben bist oder ob du es nicht schaffst. Ne? Ja. Die Willensstärke dann halt, wie sehr willst du was, was für ein Ziel hast du vor Augen und da kommen wir dann ja einfach zum Thema Motivation. Wenn man halt wirklich ein Ziel vor Augen hat, dann komme was wolle, dann tust du halt alles, um ja einfach deinem Ziel ein Stückchen näher zu kommen. Und wenn dein Ziel einfach ist, möchtest einen fitten, trainierten Körper haben, dann muss man auch was dafür tun. Das ist definitiv so, ja, ist absolut so. Also ich sag immer, Kopf kommt immer an erste Stelle, also alles hat mit Kopfsache zu tun, vor allem im Fitnessbereich. Ja. Ich meine, es gibt so viele Entschuldigungen, warum ich heute nicht trainieren gehen könnte. Ich habe Hausarbeit, bin müde von gestern, heute ist doch schön Wetter, ne? Wie jeden Tag hier, gehe ich doch lieber an den Strand. Das sind Entschuldigungen, das sind halt alles so, klar kannst du dem Ganzen aus dem Weg gehen und sagen, oh, heute halt kein Training, aber dann bist du halt am nächsten Tag keinen Schritt weiter wie am letzten Tag. Richtig, Und du weißt halt, jedes Mal, wenn du die Trainingsfläche betrittst, jeden Kurs oder dein eigenes persönliches Training, jedes Mal, wenn du das durchziehst, weißt du einfach, du bist einen Schritt weiter, du bist einen Schritt näher an deinem Ziel, was du genau erreichen willst. Und das ist einfach ein viel, viel schöneres Gefühl. Ne? Auf jeden Fall. Na, das ist eigentlich so die Motivation, die mich immer weiterbringt auch. Durch jede Wiederholung, durch jeden Satz weiß ich, ich komme meinem Ziel einen Schritt näher. Jawohl, genau. Seit wann trainierst du selber jetzt?
Ich trainiere jetzt eigentlich seit circa 3 Jahren, aber das war halt, am Anfang war es so mehr, sag ich mal, ein Pseudotraining. Ne? Also, genau, hast du mir eben erzählt. Genau, also das kannst du dir vorstellen, so wie jeder, der trainiert hat im Fitnessstudio, so, der noch nicht so viel Ahnung hat von ganzen Muskulaturen, von ganzen Bewegungsabläufen. Trainierst du, aber kommst eigentlich nicht wirklich vorwärts. Ja. Kommst keinen Schritt vorwärts, viele kennen das vielleicht auch. Und da habe ich auch noch gar nicht auf die Ernährung geguckt. Und jetzt etwa, sage ich mal, seit einem Jahr gucke ich schon viel mehr auf die Ernährung, trainiere viel bewusster und ja, also kurz zusammengefasst, 1 Jahr. Okay, vielen Dank für die Zusammenfassung. Ich kann alles überblenden, 1 Jahr, fertig. 1 Jahr, genau. 5-mal die Woche, ja, ist ja schon ordentlich. Ja. Aber wie gesagt, man muss es sich dann einfach ein bisschen einteilen. Und ja, gerade wenn du hier im Club arbeitest, ist es halt wichtig, dass du auch eine Planung einfach drin hast. Ja, definitiv, ja. Das ist total, weil du hast natürlich auch einen sehr, sehr vollgepackten Tag, was ihr zu Hause wahrscheinlich auch habt. Ihr habt zu Hause auch euren Job, den ihr macht. Dann habt ihr vielleicht noch Kiddies zu Hause und irgendwelche Hobbys, die ihr noch macht, was auch immer. Und wenn ihr halt sagt, ihr wollt einfach ja, mehr Fitness, mehr Bewegung in euren Tag, in euer Leben bringen, dann ist es alles eine Frage der Planung und der Prioritäten. Das ist so, das ist genau so, ja. Also dann hast du dann hast du einen Tipp, wie man das am besten planen kann? Also ich sag zum Beispiel immer, hey, überleg dir doch irgendwie am Sonntag, wie sieht deine Woche so aus und wie kannst du dein Training einbauen? Mhm. Also bei mir ist es halt, bei mir passiert alles sehr spontan und kurzfristig, weil ich halt immer von Tag zu Tag sieht mein Plan anders aus. Aber jetzt für euch zu Hause würde ich auch, wie du es jetzt sagst, ich würde wirklich mindestens 1 Woche vorplanen, damit du wirklich genau weißt, ja, Montag um diese Uhrzeit muss ich da sein. Weil wenn du das zu spontan entscheidest, wenn du für einen Tag vorher entscheidest oder sogar noch am selben Tag, dann kommt genau diese Entschuldigung. Dann kommt genau die Entschuldigung, ah nee, heute geht es doch nicht, weil das kommt noch. Ne? Meine Freundin hat angerufen. Gehen wir doch noch ein Glas Wein trinken. Nee, das geht dann halt nicht. Oder? Du hast geplant, Montag bis um 19 Uhr im Fitnessstudio. Danach kannst du vielleicht immer noch kurz was trinken gehen, was weiß ich. Aber ich würde schon mindestens so 1 Woche vorplanen. Ja. Und es kann ja durchaus mal vorkommen, dass du wirklich spät nach Hause kommst und früh morgens aus dem Haus gehst. Aber dann ist immer noch die Möglichkeit, dass du zu Hause, wie durch ein Programm jetzt zum Beispiel von dir, kurz durchziehst. Muss ja auch nicht lange gehen oder zumindest mal ein TRX zu dazu. Ne? Genau. Einfach ein paar Übungen zu Hause machen, wenn es wirklich nur 10 Minuten sind, aber dass du auf jeden Fall ein bisschen was machst. Ja. Und du hast gerade ein ganz wichtiges Wort gesagt, was heißt wichtig? Alkohol. Ja. Alkohol, ja, gerade wenn man im Urlaub ist oder vielleicht auch zu Hause, trinkt man ja ganz gerne mal so ein Gläschen Wein oder ein Bier abends, weil es einfach schmeckt, es ist gemütlich, aber ja, da sollte man auch überlegen, Alkohol kann dir auch ganz schön deinen Fitnesserfolg zunichte machen. Absolut, ja. Das ist so. Das ist vor allem hier ein großes Thema im Robinson Club. Also du kannst dir echt vorstellen, wenn du am Tag trainierst, die Muskeln, wie du schon weißt, brauchen Regenerationszeit, der Körper muss Muskeln verarbeiten. Und wenn du das Ganze am selben Abend noch irgendwie eine Überdosis an Alkohol zu dir ziehst, der Körper arbeitet durch den Alkohol, durch das Gift. Der Körper muss das Gift verbrennen, es muss raus aus dem Körper und die Muskeln sind dann nur noch nebensächlich. Das ist eigentlich ganz egal, was die arbeiten, das ist ja nebensächlich nicht mehr interessant. Ja. Deswegen kann Alkohol ziemlich, ziemlich viel kaputt machen, was das angeht. Und deswegen versuche ich persönlich auch auf Alkohol zu verzichten. Ich sage nicht, dass ich komplett drauf verzichte. Es kann auch mal vorkommen, dass ich vielleicht einmal in 2 Wochen mal Vollgas gebe. Jo, ist ja auch in Ordnung. Darf man mal machen. Das kann mal vorkommen. Aber dann schaue ich das wirklich, dass ich das vielleicht zum Beispiel an einem trainingsfreien Tag hinkriege. So einen trainingsfreien Tag und an dem Abend darf ich mal wirklich mal was trinken. Ja. Genau, also man darf sich auch ruhig mal was gönnen. Man muss nicht total diszipliniert sein. Ja, es ist nicht, dass du gerade komplett die Freude verlierst. Ne? Also eben. Leben und Urlaub soll auch noch Spaß machen. Trotz allem nicht denken, dass du jetzt gar nicht mehr auf die Ernährung schauen oder gar nichts Süßes mehr essen darfst. Kein Alkohol, so ist es ja nicht. Ist ja bei mir auch nicht so, bei dir ja auch nicht. Eben, wie gesagt, wir haben eben auch ein Stück Kuchen gegessen. Ja. Ist auch durchaus mal in Ordnung. Muss eine gute Waage finden. So. Ja. Guter Ausgleich. Genau. Ja, cool. Loris, hast du noch 3 Fitness-Tipps, die du unseren Hörern, Zuschauern mit auf den Weg geben kannst? Was sind so deine Top 3, egal ob jetzt Fitness oder Ernährung?
Top-Tipp Nummer 1 ist für mich immer, dass als allererstes mal hier oben stehen muss im Kopf, dass du mal wirklich sagen musst, ja, du machst es für dich, du machst es für niemand anders, es ist wirklich für dich. Du kommst jeden Tag einen Schritt weiter, wenn du wirklich was für dich machst. Das ist so Tipp Nummer 1 und einfach an dich selber glauben, dass du mal was schaffst und nicht einfach denken, ja, ich bin übergewichtig oder ich bin nicht fit genug, ich habe zu wenig Muskulatur, das gibt es nicht. Wenn du es hast, dann baust du es einfach auf. Ganz einfach ist es. Genau. Ja, und Tipp Nummer 2 ist gerade schwer zu sagen. Versuch, wenn du trainierst, versuch diszipliniert, fokussiert zu trainieren. Versuch nicht, das sieht man auch sehr oft, wenn man auf dem Stepper ist, da mal ein Magazin liest, da mal noch eine Serie guckt. Fokussiert euch auf euer Training, fokussiert euch auf die 30 Minuten, lasst euch wirklich nur 30 Minuten auf euer Körper hören. Arbeitet dafür, arbeitet hart und danach könnt ihr immer noch Serien schauen, was weiß ich. Und genau. Ja, das ist auch sehr wichtig. Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 3. Ich überlege gerade. Vielleicht fällt dir noch was zum Thema Ernährung ein oder ja, so? Ja, Thema Ernährung. Ernährt euch proteinreich. Proteine für die Gains. Nee, das ist ja sehr wichtig, dass du nach dem Training, vor allem nach dem Training, natürlich auch Training heißt es, oder? Trainingsfreien Tagen. Loris kommt aus der Schweiz. Danke, das ist nicht dass immer so einfach. Ja, ich bemühe mich sehr, Deutsch zu sprechen. Ja. Nee, so an trainingsfreien Tagen, dass du dich auch da wirklich proteinreich ernährst, weil gerade da die Muskulatur arbeitet, sich zu erholen, Regenerationszeit und die Muskulatur muss ja wirklich mit Proteine versorgt werden, wie auch Kohlenhydrate und sollte man nicht vernachlässigen. Genau, ja, super. Sehr coole 3 Tipps. Ja, Loris, wo finden dich denn unsere Zuhörer und Zuschauer, wenn sie jetzt sagen, hey, das ist ein cooler Typ, den möchte ich mal gerne öfter sehen, öfter hören. Vielleicht magst du uns das kurz sagen. Ja, ich bin auf YouTube sehr aktiv. Also ich habe einen YouTube-Kanal, der heißt LoziTV, LoziTV. Und allerdings mache ich da sehr wenig, muss ich sagen, für die Fitnessbranche eher. So halt das ganze Robinson-Leben, das Reisen, so ein bisschen, ein bisschen mehr Jugendkram, ja, was so momentan aktiv, was sich so abspielt im ganzen Jugendalter. Also ein bisschen interessanter eigentlich eher für jüngere Zuschauer, ja. Aber genau, natürlich, wenn ihr Interessen habt für Reisevideos, dann seid ihr da auch richtig. Auf jeden Fall, guckt mal rein. Würde mich freuen. Gut, ja super, dann sage ich vielen Dank. Danke auch. Und ja, euch noch einen schönen Tag und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, das war das Interview mit dem Loris von LoziTV und er gibt uns einen super Einblick in seinen Fitness-Lifestyle und wie man das hinbekommt, diesen Lifestyle mit gesunder Ernährung, Training, genügend Schlaf zu leben in einem Club, wo es ganz viel Party, viele Leckereien gibt und gibt dir super Tipps mit an die Hand, wie auch du das in deinem Urlaub umsetzen kannst. Und falls du gefallen hast an meinem Podcast, freue ich mich natürlich über deine positive Bewertung auf iTunes. Und wenn du am 18. und 19. November noch nichts vorhast, dann lade ich dich herzlich zu meinen Feel Your Body Days in München ein. Das sind 2 Tage, wo es am ersten Tag um das Thema Persönlichkeitsentwicklung geht, wie du als Frau einfach dein Leben lebst, wie du dir deine Ziele setzt, deine Wünsche und Träume in die Tat umsetzt. Und am zweiten Tag, am 19., heißt es dann von morgens bis abends Yoga Every Damn Day, der Yoga Day. Also schau mal rein, Link packe ich dir in die Shownotes und ich wünsche dir jetzt noch einen super tollen Tag und sag fitte Grüße aus Summer Bay, deine Andrea.